So, zurück zu Teil 3. Ja, Wettstreit der Elemente, Teil 3, die letzten zwei Etappen. Schauen wir, ob wir beide in einem Video unterkriegen. Wir müssen uns die Helden jetzt noch ein bisschen einteilen, weil wir es schon sehen. Ne? Das ist schon 4800 als Herausforderung. Ich habe gesehen, so bisher, also so 1000 drunter geht. Hin und wieder mal ein Röllchen nehmen. Nicht jeder hat so eine grüne Gartenzwerg-Ninja-Mütze auf wie Hunter, der sich dann in der Regel aber sowieso drückt. Aber Meckerliese halt. Gut, was weiß ich, Heiler brauche ich. Mika werde ich als Tank mitnehmen, da in den letzten zwei Etappen möchte ich die Gazelle verwenden. Das heißt, die würde Mika überschreiben, also können wir den Mika jetzt verbrauchen. Dazu. Ja, einen fertigen Wukong, haben wir gesagt. Im vorigen zwei Etappen hatten wir als Damage Pusher Ranvir mit. Hier nehmen wir uns Wukong. Dann kann ich hier noch einen 5-Stern verbrauchen, werde ich die Onatel mitnehmen. Den Heiler, die Vivica. So, und einen Platz haben wir dann noch frei. Die Gretel wäre eine Möglichkeit, ist aber halt noch nicht voll. Den Hu Tao vielleicht oder Lee Xeo. Lee Xeo mit seinem Mana, mit dem Mana-Klau sieht mich gut an. Mit Onatel gemeinsam und dazu der Damage Push von Wukong ist, glaube ich, eine ganz nette Combo. Ja, von den Items her. Ich bleibe momentan noch bei den Heiltränken, nehme noch keine Gifte mit. Zeitstopper, ja, ist ja übertrieben, finde ich. Zeitfallen genügen, wir legen los. Ist die viertletzte Etappe. Okay, Gruppenschaden ist noch mäßig. Kleine Gegengifte wären vielleicht doch nicht so blöd gewesen. Oh ja. Wir machen das Beste aus dem, was wir mit haben. Was wir nicht mit haben, können wir ja sowieso nicht nutzen. Dann ganz schön schnell geladen, die Kleinen da. Also die nerven schon ein bisschen, muss ich sagen. So, ein bisschen verschnupft auch. Nee, ist kein Corona. Ist bei mir immer etwas nach dem Essen leider. So, mal Mika auf Stufe 2, aber warten wir noch, laden wir für die nächste Runde weiter. So. Okay, Wukong hätten wir vorher anmachen sollen, aber egal. Da haben wir jetzt wieder Odin. Ne? Das heißt, aufpassen, sehr schnell geladen, der Bursche. Wir werden ihn versuchen, mit Onatel ein bisschen zu bremsen. Was der Nachteil ist bei Wukong, dass man vielleicht nicht immer trifft. Aber gut. Wir haben noch die Lee Xeo. Und dann testen wir jetzt mal aus, was der Odin hier auf dieser Stufe bei uns austeilt. 980 Leben bei Lee Xeo, das wäre unser Ding mit dem wenigsten Leben momentan. Schauen wir mal, was er rüberwirft, der Bursche. Hängt natürlich
von den gelben Steinen ab, die am Brett sind. Sofern er es hier, wenn er als Gegner ist, auch so zählt, wie wenn wir ihn selber haben. Ich vermute mal ja. So. Und damit ist der Odin schon zurück in Valhalla. Mika ist wieder die Geschichte wie vorher. Wenn mal seine Begleiter tot sind, ist das jetzt, spielt das nicht mehr viel Rolle, wenn er seine Fertigkeit auslöst. Normalerweise im Ninja-Event ist es so, dass er ganz schön starke Auto-Hit macht, der Bursche. Aber ich glaube, sollten wir hier wegstecken können. Ja, 600 ist schon brav. Ja, muss man schon sagen. So, dann lösen wir Wukong aus. Brauchen wir dann für die nächste Runde, wo wir oben den Sturm wieder aktivieren können. Dazu muss jetzt nur mal Mika unsere Ebene verlassen. Wukong ist noch aktiv, sehr schön, beziehungsweise können wir auch sofort wieder aktivieren. Der Aouda ist ein starker Sniper, das heißt, da werden wir dann das Mana nötigenfalls klauen, bevor sie drankommt. So, Endgegner, dann los. Diesmal steht er wieder rechts, unser Freund. Da wir aber eh keine Sniper mit haben, ist es ziemlich egal. Ja, der Sturm ist bereit. Dann machen wir vorher nochmal Wukong an. Und sollten wir es hier auch schon geschafft haben. Also eigentlich muss ich sagen, gegen andere Herausforderungen, klar, du brauchst eine Menge gelbe Helden, überhaupt keine Frage. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schwer, wie manche doch oft ein bisschen übertrieben sind. Naja. Wir werden dann noch einen vierten Teil machen für die letzten zwei Ebenen.
weil sonst das Video zu lang wird. So, 5000, wir haben 4,5. Ja, ich denke, das geht. Mika gleich in der ersten Ebene, das ist blöd. Und der jetzt schnell starten wird, das möchten wir jetzt nicht. Weil der lästig ewig aufhält. Ganz verhindern werden wir es nicht. So, Wukong aktiv, verlangsamen, ein bisschen Mana, glaube ich, wir treffen. Ist bei Wukong nicht immer sicher. Ist aber ganz gut, dass wir ihn hier mitgenommen haben, weil sowohl Onatel wie Lee Xiu natürlich jetzt keine Damage-Kanonen sind. Ne? Wukong, ein bisschen die kleinen Heiltränkchen nutzen. Gar nicht so wenig Damage da, der kleine Bursche. So, schauen wir mal, ist Wukong noch aktiv? Aber jetzt, und dann können wir den Sturm aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie der Gegner auf die Idee kam, dass der auch Mika aufstellt. Ich meine, hey, wir haben uns ja nicht vorher abgesprochen. Man hätte mich zumindest fragen können. Hase dürfen wir, Mika, oh, klar. Frage, kriege ich ein bisschen höhere Chancen beim nächsten Pull. Dann dürft ihr ihn verwenden, sonst bitte meine Idee. Plagiate, ne? Aber ja. So, also ihr merkt schon gegen den Mika, das ist immer eine ziehe Sache. Das heißt, wir werden dann im vierten Teil dann die letzten zwei Ebenen machen, sonst werden die Videos zu lange. Wukong und Chaos-Sturm aktivieren. Ah gut, manchmal geht halt dann das Meister daneben, das ist dann auch schade, kann man nichts machen. Passiert bei Wukong dafür. Wenn es trifft, rappelt es richtig in der Kiste. Im Schnitt also ist es definitiv eine Damage-Erhöhung, wenn man ihn mit hat. Hohoho! 1380 Schaden, glaube ich, waren das jetzt. Das ist schon recht ordentlich. Also heißt dann schon aufpassen dann zum Ende hin. Sie kommt eh nicht mehr dran. Nächste Ebene, Wukong gezunken, Chaossturm. So.
Falls jemand auffällt, dass ich relativ oft so sage, ich glaube, ihr hört euch. Ja, nee, es gibt jetzt dazwischen, glaube ich, nicht so viel zum Erzählen auch. Ja, wenn jemand einen netten Bildenplatz einmal sucht, der auch ein bisschen engagiert ist, aber trotzdem halt das Private nicht ganz außen vor lassen möchte. Wir sind bei Österreich Hotels. Wir haben eh von den Regeln her, so wie die meisten Gilden auch, Titanenpflicht. Und wer am Krieg teilnimmt, auch wird erwartet, dass auch alle Angriffe gemacht werden. Da das von selber halt nicht immer so geklappt hat, also haben wir dazu auch als Regeln erstellt. Du hast beim Titan gibt es einen Mindestschaden, den man erreichen sollte. Der ist sehr moderat angesetzt. Habt ihr einen höheren Level bereits? Oha, 1500 fast, ne? Nicht schlecht. Habt ihr einen höheren Level schon? Mindestschaden insgesamt beim Titan 60k. Habt ihr noch einen relativ kleinen Level, dann einfach den kleinen Level entsprechend umgerechnet. Es gibt, wenn man dreimal innerhalb einer gewissen Zeit den Mindestschaden nicht schafft, gibt es eine Verwarnung und ab drei Verwarnungen dann eine Abstufung und ab der vierten ist man raus. Mussten wir leider so einführen, weil wir spielen auch für Spielspaß. Und dazu gehört halt aber auch, dass man den Spielspaß nicht darin besteht, auf dem Motto, ach, die anderen werden das schon alles machen und ich mache gerade dann was, wenn ich Lust und Laune habe. Das verdirbt halt wiederum den etwas aktiveren Leuten den Spielspaß, ist irgendwie einfach nicht fair. Ne? Wenn alle rudern könnten in einem Ruderboot, die Hälfte will aber nicht. Ja. Wenn man einfach keine Zeit hat oder keine Ahnung, irgendwie privat unabkömmlich ist, dann sagt man einfach Bescheid, dann weiß jeder das und das entfällt natürlich dann. Abmelden vom Krieg natürlich dann trotzdem. Ne? Ja, beim Krieg ist es das Gleiche, macht nicht alle Angriffe, gibt es gleich eine Verwarnung. Und auch hier wieder, die Verwarnungen werden einfach zusammengezählt. Wir sind uns recht gute Mathematiker in der Gilde und auch, ja. So. Also, langsam lesen mal. Wukong, Chaossturm. Haha, okay, da ging jetzt gar keins hoch. Auch okay. Nicht schlimm. Aufpassen müssen wir ein bisschen auf Odin hinten, dass uns der am besten gar nicht auslöst. Zur Absicherung ist ja Mika als Tank auch da. Wenn viele der Leute immer fragen, ja, aber Hase, warum achtest du da so sehr auf die Sicherheit? Ist nicht ein bisschen übertrieben oder so? Jeder von euch, der vielleicht schon mal ein Hase war und die Jagdsaison erlebt hat, ja, kann sich das sicher selber beantworten. Na, ganz einfach. Wenn ich die Möglichkeiten habe, warum soll ich es nicht ausnutzen, wenn das Spiel es sich vorgibt? Ne? Bringt ja nichts. Alles außen vor zu lassen, dass man dann Möglichkeiten hätte, nur auf Mr. Cool. Kann man machen, wenn Spaß macht, bitte soll man. Hasen halte ich, die in der Nahrungskette eher nicht unbedingt am obersten Ende angesiedelt sind, wissen das schon zu schätzen, wenn ein bisschen Sicherheit da ist. Ne? So, der Odin ist fast voll. Aber ich glaube, mit dem Sturm, na, könnten wir ihn erledigen.
Jawohl, es war ein Doppelschlag. So, das war Teil 3. Und im Teil 4 machen wir dann die letzten zwei Stufen und den letzten Helden.